Moin, moin und herzlich willkommen zu einer spontanen Folge angezockt. Einfach so mal zwischendurch, ohne festen Zyklus, weil ich Zeit habe und euch das Spiel mal zeigen wollte. Mit Star Rangers. Star Rangers ist im Early Access bei Steam erhältlich und ich habe gedacht, nachdem es mir empfohlen worden ist und ich es mir für einen Zehner geholt habe, da zeige ich es euch mal, dann seht ihr auch, worum es in Star Rangers eigentlich geht. Ist ein ganz klassisches Open-World-Spiel, Space-lastig wohl auch, aber wir starten als NASA-Azubi quasi auf einer Insel irgendwo in eher südlicheren Gefilden und haben jetzt als ersten Auftrag mal mit dem Joanna-Hologramm zu sprechen und dürfen uns hier dann quasi ausbilden lassen. Nehme ich mal ganz stark an. Also, wir haben so eine Third-Person-Perspektive. Warum krabbelt der denn da und so? Wahrscheinlich, weil der Berg so steil ist. Also, ich mache nichts, ich laufe nur. Klassische WASD-Steuerung soweit erstmal. War das denn jetzt bald? Ja, gut, jetzt hat es. Okay, gut. Wir haben da so ein Fadenkreuz. Trigger for Stories, okay. Press the Use Button to start talking. Holograms are sometimes live transmission, mal offen, aber sind AI. Also manchmal sind sie live, manchmal sind sie AI. Ja, jetzt muss man natürlich noch wissen, was der Use-Button ist. Aber da ist ein Button, warte mal. Jawohl. Ein Hologramm. Well, hello and welcome to the NASA Launch Lagoon. It's how we weed out the serious candidates from the rest. And the only place on Earth we can run an open flight schedule. Astronauts with the right stuff are about more than smarts and are probably eager for your first day in space. But the solar system can be a rough place, and being in top physical shape gives you a head start up there. Or here, as the case may be. Even astronauts on Earth spend weeks in dunk tanks getting the hang of lower gravity. Now, on this island, you must race to build your own ride to the Astronaut Academy. And consider this a warning. You may not be the only clever cat on this island. So be careful. One hand for the ship and one hand for you. So the saying goes, for sailors of old and space alike. One last thing. Please hurry, recruit. We need you. There's a lot of activity near Mars lately, and we need to shore up that frontier with a few good recruits pronto. Good luck. Ja, verrückt. Zum Mars soll's gehen. Da sind wir uns ja schon mal einig. Also, ich soll mich wohl ausbilden lassen, um zum Mars zu fliegen. Ich habe euch die Charaktererschaffung erspart. Das sind nur ein paar Klicks. Da gibt es verschiedene Klassen. Wissenschaftler, Ingenieure, angewandte Wissenschaftler, Biologen, Geologen. Und ich habe den Commander genommen. Die scheinen verschiedene Dinge zu können. Also der Commander eher so Verwaltungsstuff und sowas. Und es ist wohl auch ein Online-Spiel, also ich hoffe, man kann dann da zusammen irgendwelche Sachen machen. Ich habe bisher noch keinen Schimmer, ich probiere es jetzt gerade erstmal aus. Und ich probiere auch mal die Steuerung aus. Ich drücke mal Leertaste, das ist üblicherweise springen. Yay, wow. Wow, habt ihr das gesehen? Mit Hechtrolle. Flugrolle heißt das, glaube ich. Hechtflugrolle. Nicht so gut. Witzig ist auch, wenn man um die Ecke läuft, guck mal, wie er sich in die Kurve legt. Yay. Also, bisher klassische WASD-Steuerung. Hab noch nicht so viel Spezielles gefunden. Bestimmt gibt es auch eine Taste, um Use zu drücken. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt erstmal, was uns geheißen wird. Die Insel ist, wenn ich es richtig verstanden habe, hier oben steht auch Pre-Game. Und ich habe auch noch keine Erfahrungspunkte. Bin noch Level 0. Ich nehme jetzt mal ganz stark an, dass die Insel so eine Art Tutorial ist. Würde mich jetzt zumindest wundern, wenn es das nicht wäre. Also machen wir einfach mal das Tutorial gemeinsam. Und mal gucken, wann es dann ins Weltall geht. Ich will natürlich schnellstmöglich zum Mars. Ihr wisst ja, wie gerne ich auf dem Mars bin. So, schauen wir mal. Roberts. Okay. Hello, Recruit, and welcome to the Island Launch Facility. It's a pretty big place, and you'll need one of our ATVs to get you where you're going faster. Oh, ob ich ein ATV haben möchte, also ein All-Terrain-Vehicle, also quasi irgendwas zum Rumfahren. Na klar möchte ich das haben. Okay, Recruit. Help out the computer and fill in a few blanks about friction by running an experiment. Okay, also wir sollen jetzt dem Computer helfen und einige Lücken in der Fragestellung des Computers ausfüllen. Über Friction Reibung müsste das sein, indem wir ein Experiment laufen lassen. Na, dann probieren wir das mal. Wir sind ja hier für Space Science Kram, also warum nicht?
Okay, da ist das Hologramm aus. Error. Missing information about friction. Ihm fehlen Informationen über Reibung. Bitte helfen. Reibung wird verursacht von zwei Objekten, die gegeneinander reiben. Verrückt. Run an experiment. So, mal gucken, was der Computer von uns will. Database Upgrade Sequence Analysis Log Entry Starting with 1. Also er hat jetzt seine Datenbank Upgrade Sequenz initiiert. Er hat folgende Log-Einträge mit 1 beginnend. Raues Objekt auf rauer Oberfläche sieht so aus. Okay. Raues Objekt auf rauer Oberfläche. Zweitens. Objekt auf einer glatten Surface, ich nenne die Worte, meint bestimmt Surface, vermute ich zumindest, Oberfläche. Sequence initiated. Generiert Hitze und Geräusche, aber nicht so viele wie Sequenz 1. Okay. Aha. Object Block, okay, ist jetzt wahrscheinlich das dritte Beispiel, oder auch nicht. Object Block on a Lubricated Surface, also auf einer geschmierten Oberfläche. Eis oder Öl, das steht so nochmal. Generates least amount of heat, also generiert am wenigsten Hitze. Das ist korrekt. Okay, thank you. Now what do you need to know, System Control? Was willst du von mir wissen? Stop the demo, go to start. Ne, von vorne anfangen will ich nicht. Also, was willst du von mir wissen? Weil bisher habe ich da noch keine Frage erkennen können drin. Ah, welches dieser drei Systeme hat die meiste Reibung erzeugt? Ich werde die Räder des Buggys, okay, wir kriegen scheinbar einen Buggy, basierend auf ihren Daten bauen. Also in meiner kleinen Welt macht eine raue Oberfläche, ein rauer Gegenstand auf einer rauen Oberfläche am meisten Reibung, gefolgt von der Smooth Surface, gefolgt von Slippery Surface. Das heißt, ich nehme jetzt mal Rough Surface. Okay. Of the mountain in the heat of noise. That's how a wheel grips. So funktioniert wohl ein Rad. Salutation. Der Echtblatter salutiert. Oh, oh, guck mal da hinten. Bauteile. Okay, wir dürfen jetzt erstmal was bauen. Was? Da stand gerade irgendwas. Scheiße. Hab ich verpasst. Yay. Schade. Irgendwas mit Klick. Ich klick mal, ne? Oh, oh, da passiert was. Ah. Okay, also, oh, man kann auch in die First Person gehen scheinbar. Nee, kann man nicht, war nur sehr nah dran. Okay, achso, das mache ich übrigens mit Mausrad, aber das habt ihr vermutlich schon vermutet. Okay, also ich klicke mal auf das Rad. Und dann kann ich hier hinklicken. Ja, tatsächlich, dann baut er das Rad an, okay. Das probieren wir nochmal. Zack. Ah, das ist ja gediegen einfach. Was ist das hier? Okay, das ist noch ein Rad, das ist klar. Ah, ich sehe nichts. Zack. 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 Yay. Was ist das denn? Eine Small Battery. Okay. Ach, die muss man wohl auch anbauen. Hui. Zack. So, macht ja auch irgendwie Sinn, wenn man den ganzen Baum. Jetzt geht's und fahren. Drive. Drive. Find Care Package. Grow plants to continue. Wo müssen wir hin? Da hin. Hey. Wow. Drift ATV. Ach du Heilige, ich glaube, ich gehe drauf, bevor ich angekommen bin. Na gut. Wir probieren es mal. Berg runter. Ich hoffe, ihr könnt mich überhaupt verstehen. Der Motor ist so laut. Hey, Rampe. Spring, Fury, spring. Oh. Mal gucken, mal ein Flugzeug. Irgendwas ist da auch im Wasser. Ich hoffe, es sind keine Haie, die mich auffressen. Ah. Ah. Ich verliere die Kontrolle. Doch nicht. Also, es fährt sich ein bisschen schwammig, aber es fährt sich. Also, kann damit fahren. Ich habe schon schlimmere Modelle gesehen. Vielleicht habe ich auch die falsche Frage, also die falsche Antwort gegeben oder so. Da hat mir die Würde gebraucht. Aber. Okay, da ist unser Care Package, wie es aussieht. Also, VASD-Steuerung scheinbar auch für die
für das Gefährt. Es driftet sehr, muss ich sagen. Das von der Fahrphysik her, da kann man, glaube ich, noch... Ich fahre jetzt natürlich nicht so oft im echten Leben ATVs, deshalb kann ich euch das schlecht sagen. Da kann man noch ein bisschen was machen. So, schon wieder ein Flugzeug. Hier ist ja richtig was los. Oh. Star Rangers müssen oft ihr eigenes Essen off-Earth, also außerhalb... Also wenn sie nicht auf der Erde sind, anbauen. Um etwas anzupflanzen, lege einen Hexpot hin, dann werfe hin und klicke ein Samenpaket in der Mitte vom Hexpot on the white cube that appears. Next, attach Biomass Kanister by clicking on the square that appears. Okay, das klingt jetzt relativ straightforward. Ich würde sagen, wir probieren das einfach mal aus. Was das Schönes? Eine Windfarm. Sehr schön. Kann man was damit machen? Ja, angucken. So. Open Box. Biomass-Item. Export Tomaten. Ah, wir sollen Tomaten an Bord schaffen. Okay. Also, ich hoffe, Remove ist nehmen. Ich mache jetzt mal das, was jeder vernünftige Gamer tun würde. Ich drücke mal I wie Inventory. Ha! Tatsächlich. So. Dann droppen wir das mal. Drop, drop, drop. So. Okay. Ja, cool. Da ist ein Biomassending. Und wahrscheinlich unten drunter die Tomaten. Ah, ne, die Tomaten an der Hand. Hoppala. Die lagen auf mir. Okay, wir nehmen mal Hold. Haha, wie cool. Schlepp, schlepp, schlepp. Schönen sonnigen Platz hier. So, und so, hier ist doch super. Zack. Wie liebevoll er das dahin wirft. Bam. So. Oh, kann ich das auch auf Entfernung machen? Ups, jetzt habe ich es eingesteckt. Na gut. Drop. Zack. So. Okay. Okay, es scheint angebaut zu sein. So, jetzt nochmal ein zweiter Versuch. Kann ich das auch auf Entfernung machen? Oh, man kann Biomasse da hinten. Haha, witzig. Nope. Take. Muss ich wohl mitnehmen. Also, man muss zumindest scheinbar in einer gewissen räumlichen Nähe sein. Drop. Schade, dass ich es nicht direkt aus dem Inventory in die Hand nehmen kann. Das wäre noch ganz cool. So, fertig, würde ich sagen. Genau, der Stiefelturm von mir. Excellent work. Now find the hidden hatch and go underground. Okay. Irgendwas habe ich wohl richtig gemacht. Deshalb darf ich wieder mit meinem Selbstmord-ATV fahren. Wo muss ich hin? Langsam fahren kann natürlich jeder. Wir fahren natürlich hier schnell. Denn wir sind Astronaut, wir leben am Limit. Oh, oh fuck. Nahm er den Mund etwas voll und fuhr sehr langsam über die Steine. Oh, sehr schön. Da drüben ist es, guck mal. Da müssen wir hin. Sich da jemals lebend ankommen. Okay, also wir merken uns schon mal vor, ich bin nicht der geborene ATV-Fahrer. Also falls das tatsächlich dann Multiplayer-mäßig geht und man das mal gemeinsam spielt oder so, ich fahre nicht die Autos, okay? Also zumindest nicht diese Autos, keine ATVs. Ich fahre keine ATVs. Scheinbar kein Kollisionsmodell. Ein Fliegding. Okay, ich muss irgendwie. Ja, also. Scheint auf der anderen Seite von dem Berg zu sein. Mal gucken, ob es wirklich All-Terrain ist. Auf
dem Berg. Und der Hidden Hedge. Ich glaube, ich habe es gefunden. Dank dieses unauffälligen Hinweissymbols. Wir müssen ein paar aussteigen. So. Jetzt schauen wir mal, dass man hier rum manipulieren muss. Wow. Okay, man fällt wohl einfach durch. Print the Chiron Rocket and escape. Ich fühle mich gar nicht so gefangen. Ist da noch 265 Meter entfernt? Observation. Ach nee, das ist das Ding. Print the Chiron Rocket Parts. Okay. Blueprints are available. Welcome to 3D Rocketry Printer. Okay. Ein Wassertank. Oder, also ich vermute mal, das ist Wasser. Also ich habe jetzt nicht den Finger reingesteckt. Ein Flüssigkeitstank. So. Ah. Once you have printed all the parts, learn how to snap the parts together. Get close to the window, click the part to highlight it. Click Q-Connector, snap together, bla bla bla. Okay, also man verbindet die so, wie man auch die Räder an den Buggy gebaut hat, wie es ausschaut. Jetzt muss ich nochmal gucken. Print. Okay, hier kann man irgendwas printen. Oh, da steht irgendwas ganz simpel. Chiron Truster Blueprint, okay. Upper Compartment Blueprint. Chiron Nose Blueprint. Lower. Okay. Nehmen wir mal das da. Chiron Blueprints self-destruct every 2 minutes. Okay, das ist irgendwie für den Bayern. So, machen wir einmal Print. Also ich unterstelle jetzt mal, dass die Trusters unten gehören. Also unten will man ja ein Triebwerk haben. Ist schon was passiert. Wahrscheinlich zu lange gelabert und Self-Destruct gekriegt. War das schon 2 Minuten so? So lange redet ja nicht mehr ich. Oh, jetzt passiert irgendwas. You've been promoted to Recruit. Level 1. Ich bin Level 1. Recruit. Was auch immer das mit mir macht. Hier läuft jetzt komisch. War das schon vorher da? Ist das neu? Ich glaube, das ist neu. Das hier in der Mitte. Okay, dann würde ich sinnigerweise ein Lower Compartment nehmen. Zack. Print. Zack. So. Ein bisschen. Ah ja, da ist irgendwas Neues, Großes. Jetzt sollte man nah an die Scheibe und es anklicken. Ja. Schwupp. Schwupp. Gebaut. Gut, dann brauchen wir bestimmt das Upper Compartment. Upper Compartment. Zack. Print. Magisches Geräusch. Das ist jetzt wahrscheinlich das nächste Stück. Wenn man was sehen würde durch das ganze Licht. Licht weg. Okay, also der Baumodus ist schon mal sehr intuitiv, muss ich sagen. Also das ist jetzt nicht groß anspruchsvoll, aber gut, man kann jetzt natürlich auch nicht besonders customized bauen. Da weiß ich nicht, ob es da noch mehr gibt, wenn wir sehen. Aber es ist auf jeden Fall, die Teile, die da sind, kann man schön zusammenklippen. So, und dann gibt es noch eine Nase und dann soll es das gewesen sein, würde ich sagen. Printers in der Nase da oben. Eine Nase mit zwei Flügeln. So, jetzt habe ich die Rakete gebaut. Yay. Oh, Drive. Nicht jetzt. Kann man hier irgendwie speichern? Safe. Keine Ahnung, wie man eine Rakete fliegt. Ah, wir probieren es einfach mal aus. Was ist da oben eigentlich noch? Ist das irgendwie wichtig? 276 Meter entfernt. Aber hier steht Put Together the Chiron and Escape. 20 Meter. Also. Ach, kommt, Rakete fliegen, oder? Okay. Hold Space to Launch. Hold. Okay, also festhalten. Ich hold mal Space. Oh Gott. Irgendwas passiert? Irgendwas passiert. Es wackelt und es steigt. Ich glaube, wir starten. Ach! Ist ja witzig, wir starten aus dieser Lagune, um die ich gerade rumgefahren bin. Ich verstehe. Ich mach mal gar nichts. Ich halte nur meine Leertaste gedrückt. Und es fliegt nach oben. Das ist vermutlich gut. Ich traue mich nicht, irgendwas anderes zu machen. We'll be right back.
Autsch. Also falls ihr mich nicht hören konntet, hab mich dafür entschuldigt, dass ich euch gerade das Gehör rausblase, weil mir hat es auch gerade das Gehör rausgeblasen. Und ich habe die Musik irgendwie auf 10% Lautstärke gestellt. Ich glaube, das funktioniert einfach noch nicht richtig. Ja, irgendwo bin ich hingeflogen. Schauen wir mal, wo ich jetzt gleich ankomme. Ha. Sagte ich schon. Ha? Ich sagte schon. Ha. Oh. Your suit and oxygen have been renewed. Okay, schwebe ich? Ich glaube, ich schwebe, oder? Ich glaube, es hackt. Schwebe ich? Nee. Doch, ach, guck mal, so ein bisschen. Ich habe so Minimalschwerkraft irgendwie. Nee, ich schwebe einfach rum. Okay, Bewegung durch Schweben. Oh, Computer. Okay, ich habe es irgendwie ins Weltall geschafft. Wahrscheinlich bin ich jetzt in meinem Raumschiff drin oder irgendwie sowas. Aber es ist immer noch Pre-Game. Also es ist noch Pre-Game, das heißt du... Vermutlich immer noch gut. Das ist eine große Frage. Oh, das ist die Erde. Guck mal, da ist die Erde. Das heißt, wir gehen jetzt einfach mal hier. Ist hier irgendwas Spannendes? Use. Contact Mission Control. Status. Status. All Systems Nominal. Das ist gut, nehme ich an. Okay, danke. Contact Mission Control. Revenue and vital mission for you. Natürlich. Danke. Was könnte es denn sein? Bestimmt muss ich zum Mars, wenn ich mal ran muss. Ah, ich bin so schlau. Ich bin so klug, Karl, Luca. It's a mission to a red planet Mars. Ich bin gelangweilt. Jawohl. Thanks. Yes. Please. Thanks, Grace. Can you tell me more? Also ich versuche hier eine gewisse Begeisterung. Now that you're rested, it's down to business. Don't worry about these consoles. Most of the time, communications across space are so vast that the time delay means we need to pre-program conversations. The rest will be in text. Crazy, isn't it? Well, a little, but you'll get used to it. No more waiting 10 minutes or more between messages. We're up pretty high here, past the International Space Station. This station is the Arthur C. Clarke Astronaut Academy, named so for the great inventor and writer. We've got quite a mission for you. Sorry, I know it's a little overwhelming. Mars. Yes, Mars. Mars is the fourth planet from the sun. Earth is the third, so it gets a little colder at night, to say the least. Your mission is to get to Mars orbit. This is the kind of mission that NASA, the National Aeronautics and Space Administration, was built for. Your first step will be to get used to flying that orbital bee. Once you're ready, we've got a Shuriken-class ship waiting for you. Don't get spotty. Flying in space is different than anything you're used to. No up, no down, and nothing to slow you down. I have faith in you, recruit. Now show us what you've got. Okay, irgendwas mit... Also ich bin auf irgendeiner Raumstation, Arthur C. Clarke Station, sagte die gute Frau zumindest. Und wenn ich soweit wäre, würde ich ein Shuriken-Class-Schiff hätten sie für mich. Okay, also gucken wir mal, das wird sicherlich alles irgendwann Sinn ergeben. Ich wollte gerade sagen, oh, ein Teleporter. Dann war ich auch schon durch. Welcome to Low Earth Orbit. Aha. Aha, aha. Ja, ich würde sagen, das ist ein guter Punkt, um erstmal für diese Folge einen Cut zu ziehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Mein Name ist Robert und tschüss.